ist nicht wirklich umwerfend und nicht viel, aber ich glaube, 108.000 hat die Familie und wenn sie jetzt auf 103.000 ist, dann wäre das sehr, sehr grenzwertig für die halt. Und dann könnten wir im Prinzip jetzt gucken, was passiert, wenn wir die umziehen lassen. Ja, ich denke, das wäre ein Plan. Wenn ich sage, okay, passt auf, das reicht erstmal als Deko. Wir lassen die Familie erstmal einziehen, gucken, ob sie mit dem Haus zufrieden sind. Dann spielen wir das Ganze ein bisschen und dann, ja, ich sag jetzt mal, lassen wir die Sache so ein bisschen mit der Zeit heranwachsen. Denke ich, ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee. Oder? Seht ihr es anders? Also ich glaube, das können wir ohne Probleme mal so machen. Ja. So, was mir nicht gefällt, was ich gerade sehe. Dieses Licht, das gefällt mir nicht. Dann nehmen wir noch eine andere Lampe. Was habe ich denn oben für die Lampen? Wir machen das mal symmetrisch. Wir nehmen hier unten die gleiche wie oben. Genau, so. Okay. Gut, ist wie gesagt an einigen Ecken ein bisschen spartanisch eingerichtet, aber wir müssen eben sehen, dass wir Platz haben, auch zu expandieren, damit das Ganze noch ein bisschen weitergeht. Und dann hätten wir sozusagen jetzt hier erstmal, das schicke neue Haus. Ich habe übrigens eine Kleinigkeit vergessen. Ich weiß, es gibt... Ah, hier, Staffeleien. Ich wollte doch sagen, ich weiß doch, es gibt doch Staffeleien. So. Die packen wir auch noch hier hin, weil ich denke, die sollte da sein. Na, so, also auch in der Standardfarbe. Die haben sie nämlich in einem anderen Haus auch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die jemals verwendet worden ist, aber zumindest haben sie die. Und eine Sache haben sie auch bei der, beim anderen Haus. Und das ist Licht draußen. Okay, auf die Veranda können wir das nicht stellen. Aber... Hat mich gerade... Moment mal bitte. Außenbeleuchtung. Die hatten die hier. Genau. Jetzt müssen wir sie nur noch anordnen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also kurzum ein wenig in die Mitte schieben. So. Okay, okay, okay. Das wird langsam was. So, dann ist auch hier draußen die Sache beleuchtet. Gut, wir hätten auch theoretisch nicht so Beleuchtung. Man hätte auch hier sowas machen können, theoretisch. Aber ehrlich gesagt, ich finde eigentlich die Dinger... Ich wollte gerade sagen, auf dem Boden besser, aber nö, wartet mal vielleicht. Muss nur gucken, wie das mit der Anordnung ist.
wenn man das dort anordnet. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Fünf ist leider nicht frei, also wäre es so. Huch, ist ein bisschen tief. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Geht das direkt neben dem, ist immer so blöd zu greifen. Das wäre die andere Anordnung. Symmetrisch sieht irgendwie doof aus. Ich würde sagen, wir packen das dahin und dann lieber so ein bisschen schief. Es geht aber auch. Wir könnten sozusagen auch die Dinger hier draußen so beleuchten. Und dann... nehmen wir das lieber weg. Das gefällt mir eigentlich besser. Ich bin jetzt mal ganz echt und ehrlich und sage, das sieht doch eigentlich schöner aus, wenn wir die Sache ziemlich stilistisch machen. Müssen wir bloß gucken, dass wir es auch schön anordnen. Wie wär's so? Jetzt mal so unter uns. Das leuchtet doch schön aus. Jo. Okay. So, dann muss ich bloß gucken, dass die Dinger alle die richtige Farbe haben. Lass mal kurz gucken. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Okay. Gut, dann können wir im Übrigen auch, wenn wir gerade dabei sind, wir haben jetzt hier hinten nur genau ein Licht. Man könnte theoretisch natürlich auch noch... ein wenig Licht vergeben. Aber das Problem ist, das Geld. Nee, das machen wir nicht. Komm, also Häuser sind meistens spartanischer beleuchtet. Deswegen würde ich sagen, wir machen das einfach so. Auch hier hinten ist schon eigentlich tendenziell ein Licht zu viel. Man müsste theoretisch das einfach nur so machen. Dann passt das eigentlich auch schon. Und ich würde sagen, für den Anfang, damit wir den Preis nicht exorbitant nach oben treiben, lassen wir das so. Ne? Also so als Idee. Gut, brauchen wir noch einen Schornstein. Fällt mir gerade auf und ein. Irgendwie so ein kleinen. Weiß nicht. Ja. Passt aber nicht zum Haus, ne? Ist irgendwie sowas wie ein Wetterhahn da oben. Ich habe keine Ahnung. Es fiel mir nur gerade auf, dass ich dachte eigentlich, ach ja. Okay, das war immer auf dem Haus drauf. Wir hatten es immer drauf, das Windheim. Wollen wir es wieder aufpacken? Kleine Satellitenschüsse natürlich auch. Aber erstmal machen wir nur hier Strom. Gut. So ein bisschen modern muss es sein. Sonst meckern wieder die Hauswirtschaftsteile. So, und das Ding war übrigens hier dran. So. Ich glaube, ich bin durch. Ich glaube, ich bin durch mit dem Haus. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir die Familie umziehen. Was meint ihr? Wollen wir versuchen, was passiert, wenn wir sie hier einziehen lassen? Oder wollen wir sie weiterhin in ihrem schicken kleinen alten Haus lassen? Klar, es fehlt noch der komplette Keller. Da müssen wir noch ran. Und es fehlt auch hinten die Deko ums Haus. Klar, da sind wir auch noch nicht dran. Also kurzum, es fehlt noch einiges. Aber trotzdem denke ich, wir könnten das jetzt einfach mal
Anfang zu bespielen. Ich gucke nur ganz kurz nochmal was nach. Okay, wir haben auch kein Einzelfenster. Ich dachte gerade, man könnte da vorne ja ein Fenster mit hier Jalousien machen oder sowas. Aber nö, haben wir nicht. Deswegen alles gut. Das könnten wir übrigens nochmal ganz kurz nachgucken. Fällt mir gerade ein, wo sind denn hier die Schlafzimmer? Weil wir haben jetzt diese 95 Dollar Vorhänge genommen. Wir könnten natürlich auch andere davor packen. So, und dann gucken wir nochmal, ob es noch andere schönere gibt, vielleicht. Also das wären die aus Zulani selbst. Das würde auch gehen. Das ist ein bisschen klein. Ah, weiß auch nicht. Ah, nee, nicht wirklich. Also es gibt schon schöne Vorhänge, auch wenn die sauteuer werden. Und wie gesagt, wir haben jetzt, glaube ich, bald ein Geld. Problem will ich nicht sagen, aber vielleicht sozusagen sollten wir aufs Geld ein bisschen achten, damit wir hier auch gleich einziehen können. Aber die Jalousie gefällt mir. Und die ist im Prinzip auch vollkommen ausreichend hier. Wobei sie ist ja, ich wollte gerade sagen, sie ist nicht ganz so modern. Sie ist ja noch die etwas ältere Generation. Sie bräuchte dann die etwas andere Art. Bin ich eigentlich fast dafür, dass sie die Standard kriegt, weil sie kommt ja sozusagen aus dem klassischen Haus, während Junior ja dann schon ein bisschen moderner ist. Also deswegen lasst uns das mal so ein bisschen auseinanderklabüstern. Ich sag, das reicht. So, was haben wir denn hier? Grundstückanforderung, Information. Ach so. Haha. Jetzt gucken wir mal. Was können wir denn dem Ding geben? So, Abendrot. Die wunderschöne Landschaft macht diesen Ort zu etwas ganz Besonderem. Wenn die Sonne untergeht, können Sims energiegeladen, glücklich oder inspiriert werden. Ich blende mich mal aus, damit ihr auch mitlesen könnt. Ist vielleicht je nach Endgerät, welches ihr benutzt, etwas kleiner, aber macht ja nichts. Abseits des Netzes möchte ich nicht haben. Apartment, Atelier, künstlerische Schwingungen, nö. Ikerring, nein. Erdbebengebiet auf keinen Fall. Frischluft, die frische Luft ist ausgezeichnet und zur sportlichen Betätigung geeignet. Vielleicht. Ich pack's mal rein. Fruchtbar, nein. Geothermisch. Durch eine natürliche Beheizung werden die Stromkosten gesenkt und der Pool bleibt warm. Aha, aha. Nö. Gesellig. Wollen wir eigentlich nicht haben. Heimisch. Katzentreffer. Kobolde auch nicht. Naturquell. Unter diesem Grundstück verläuft eine Wasserader. Die Wasserkosten werden reduziert und frisches, sauberes Wasser sprudelt aus dem Hahn. Ja. Natürlich. Heimisch. Das wohnliche Ambiente hilft Sims, die Mixen, Kochen, Geschicklichkeits- und Gartenfähigkeiten zu verbessern. Naja, weiß ich nicht. Heimgesucht nicht wirklich. Ruhe in Frieden. Ja, das ist auch gut. Wir müssen dran denken, Leute, nur mal so, wir müssen dran denken, die Grabsteine mitzunehmen. Promi-Haus nicht wirklich. Ich glaube, ich lasse die beiden. Öko-Grundstück. Die ökologische Entwicklung schreitet auf diesem Grundstück schneller voran. Nö, nicht wirklich. Vulkanusbruch auch nicht.
Ich denke, wir... Was? Reduzieren und recyceln? Nein, nein, nein. Dann recyceln sie mir ja wieder alle möglichen Sachen. Natürliches Licht. Die Qualität des Lichtes ist hier einfach optimal zum Malen und Fotografieren. Ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber ich nehme es mal. So, das bleibt. Das Inselversteck bleibt als Name. Da bin ich auch wieder im Bild. Und ob das alles so sinnvoll ist oder ob wir die Merkmale des Grundstücks später wieder rausnehmen, das kann ich jetzt zurzeit noch nicht sagen. Okay, gut. Ein letztes Speichern. Wir holen die Familie, wir ziehen um. Und damit ich umziehen kann, muss ich jetzt einpacken. Im alten Haus wird jetzt eingepackt. Wir kehren zurück zum alten Haus. Da ist es. Wir gehen ins Spiel und gucken mal, was wir machen können. Ja, und ich bin recht froh und glücklich, dass wir relativ schnell vorangekommen sind. So, also, das ist das alte Haus noch in Weihnachtsstimmung. Wir müssen einige Sachen mitnehmen, damit wir umziehen können. Ich würde gerade sagen, hä? Moment mal bitte. Achso, ich bin bei Marvin. Ich wollte sie ja spielen. Ich wollte sie nehmen. Sie soll mal kurz ihr Outfit ändern. Und dann müssen wir mal schauen. Also, das da ins Inventar platzieren. Sie muss ein bisschen was einstecken. Wir gehen mal die Zimmer durch. Wir haben übrigens den Babystuhl vergessen. Den brauchen wir dann noch. So, das da müssen wir auch mitnehmen. Das Essen für die Katzen fehlt noch. Okay, also in dem Raum sehe ich jetzt nichts außer den Würfel. Der muss noch mit. Der Rest sieht gut aus. Das Ding nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Okay, sie musste zu ins Wasser. Alles kein Problem. Bin gespannt, ob das Geld nachher reicht. Sonst müssen wir die Dinger hier verkaufen. Jetski und Dings brauchen wir unter Umständen nicht wirklich. Okay, also, das ist okay, das ist okay. Hier in den Räumen sehe ich nichts, was mitgenommen werden müsste. Hier oben auch nicht. Silvester war ein Erfolg, das ist super. Alle sind glücklich, alles hat gut funktioniert. Spielkiste haben wir nicht mehr. Wir haben keine Spielkiste mehr für sie. Okay. Gut. Ich glaube aber, mehr müssen wir gar nicht mitnehmen. Ja, ich würde vorschlagen, wir lassen sie erstmal einmal kurz ausschlafen, bevor wir dann wechseln. Es macht sich, glaube ich, besser, ne? Wenn wir sozusagen einmal ausschlafen. Oh, guck mal. Da war noch ein Bild. Auch hier haben wir noch ein Bild. Wir brauchen ins Inventar packen. Okay, so, einmal kurz gucken. Die Fahnen. Ich sagte gerade, wir müssen nicht mehr viel mitnehmen, aber da ist ja noch einiges. Okay, was übrigens auch noch fehlt, ist ein Rauchmelder. Erinnert mich an einen Rauchmelder. Das wäre sehr nützlich, wenn wir gleich einen haben. Hier ist, glaube ich, nichts. Hier hängt noch ein Diplom. Das nehmen wir mit. Das ist okay, das ist okay. Okay. Gut. So, ich lasse sie mal auf Toilette gehen. Das Haus fällt auseinander. Ich sagte noch, wir haben nichts mehr mitzunehmen, aber es ist noch ein Fahrrad, noch ein Fahrrad.
die Grabsteine. Das Ding. Und dann haben wir es. Okay. So, es ist 4.25 Uhr. Wir ziehen um. Mal gucken, wie das geht. Also, wir ziehen um hier. Haushalt umziehen lassen. Die Bruchbude fällt auseinander. Wir lassen sie zurück. Es war eine schöne Zeit. Ich werde sie vermissen. Aber andersrum, wir haben auch viel zu tun im neuen Heim. Mal gucken, ob es klappt oder ob wir jetzt zu wenig Geld haben. Wenn wir zu wenig Geld haben, müssen wir erstmal in dem Heim bleiben und weiterspielen. Oder einiges im anderen Haus verkaufen. Gucken wir mal. Also, hier. Wir haben 108.731 Dollar. Das neue Grundstück 104.952. Wir können umziehen. Also machen wir das. Genau. Möbel behalten. Möbel verkaufen. Das ist vielleicht das. Das ist, denke ich, das Sinnvollste. Oder verkaufe ich jetzt auch die Möbel, die in ihrem Inventar sind? Nee, ne? Also wenn wir Möbel behalten, ich glaube, dann wären alle Möbel in das Hausinventar gepackt, glaube ich. Das wäre dann ja ganz schön, aber das ist auch falsch. Also deswegen möbliert, Möbel verkaufen, passt. Wir haben es ja schon eingerichtet, wir nehmen das einfach mit. Es sei denn, wir machen es anders. Wir könnten natürlich auch die alten Möbel mitnehmen und wenn was fehlt, können wir es ohne Probleme dann reinpacken. Was meint ihr? Wie sollen wir es machen? Möbel behalten oder Möbel verkaufen? Ich bin da unschlüssig. Weil sonst, also wir hatten ja auch gespeichert. Ich habe ja gespeichert, das ist ja kein Problem. Wir können dann also auch ohne Probleme einfach mal Möbel loswerden, also im Sinne von Möbel verkaufen. Weil sonst müssen wir nachher alles Mögliche im Hausinventar verkaufen, denke ich. Ich meine, können wir auch machen. Dann haben wir bloß mehrere Stunden im Hausmöbel, ja. Und ich glaube, also ich bin unschlüssig. Komm, wir verkaufen. Verkaufen? Wir verkaufen. Möbel verkaufen, ich denke, das ist sinnvoller. Möbliert ist es ja schon. Wir kriegen dann immer noch 43.000. Das ist gut, das ist super. Und deswegen Möbel verkaufen und los. Ich bin gespannt. Ein neues Haus. Alle ziehen um. Zwei, drei Sachen fehlen. Rauchmelder zum Beispiel, den habe ich vergessen. Der kommt gleich rein. Und das Stütchen für das kleine Kind, das kommt noch an den Esszimmertisch. Und wir sind da. Marvin, kannst du vielleicht mal ganz kurz. So. Wir sehen, sie landen sehr weit hinten. Nickerchen machen? Was macht sie denn nun? Okay. Oh. Guckt mal. Guckt mal, wo wir landen. Da ist der Eingang. Hier ist allerdings... Ach. Wir hätten das Grundstück nicht drehen dürfen. Wir haben das... Ich habe das Grundstück gedreht, weil ich dachte, es wäre... Okay, ich muss das Grundstück zurückdrehen. Guckt mal, wo wir landen. Der Eingang muss hier sein. Und das Haus muss dicht dauern. Okay. Gut, da wir ja gerade im Menü sind, wir gucken mal ganz kurz. Okay, ein paar Sachen haben wir mitgenommen. Nicht viele, aber ein paar. Wie zum Beispiel einen Spionagesatelliten.
Was? Level 16 Berufszweig. Orakel der Verbrecherkarriere. Okay, schön. Okay, also ein paar Sachen nehmen sie mit. Viele nicht. Wir müssen das Grundstück drehen. Sodass die Höhle rechts ist. Gut. Dann gehen wir mal und bauen weiter. Komm. Wir sind noch nicht durch mit dem Bauen. Wir haben immer noch einen Bautest. Tja. So, auch wenn es interessant ist, dass das Grundstück praktisch hier rausgeht, kann man die Grundstücksseite, auf der man respawnt, festlegen? Nee, ne? Die ist immer festgegeben vom Programm, denke ich. Ja, wir landen auch so in der Bearbeitung. Okay. Okay. Dann ist es aber falsch. Und sie landen ja ziemlich dran, also würde ich sagen, wir machen das so. Gut, so, das ist erstmal die erste Idee. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, dass es mittig ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und auf der anderen Seite haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also 2 nach links. Und ich habe jetzt eins nach hinten verschoben. So, wenn die jetzt hier landen, dann laufen sie rein. Dann haben sie 1, 2, 3, 4 bis zum Haus. Reichen 4 oder sollen 5? Das ist auch so die Frage. Ich hatte jetzt gesagt, wir machen 5er draus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Gut, dann hätten wir das. Was fehlt? Sind jetzt alle die Kleinigkeiten, die er nicht mit verschoben hat. Ich hoffe nicht, dass er die Röhre, also das Ding hier irgendwie... an einer Stelle hat, wo sie nicht sein soll. Okay. So, dann haben wir das. Das Ding hier muss noch voll mit verschoben werden. So. Das sind ja gerade nur Deko-Sachen, wenn man es genau nimmt. Klickt, aber jo, okay. Vielleicht
Machen wir es mal so. Jupp. Ja. So, na gut. Und dann eben hier nochmal ganz kurz die Palmen ein wenig angeordnet. Baumpel, Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen sozusagen. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bisher gehabt. Wie geht's denn? Und da kann ich ja gleich fragen, soll das Haus, wobei, ich bin mir nicht sicher, ob noch, ich mach mal kurz ausblenden, wenn ich das Haus noch eins nach hinten verschiebe, also es, man kann es eins nach hinten verschieben, das ist nicht das Problem. Problem ist, ist es dann zu weit? Moment, war das jetzt richtig? Doch, hat sich nur noch hin verschoben. So früh daheim, echt toll. Nur nach 8,5 Stunden. Ja, kein Kommentar. Eins nach hinten sieht besser aus, ne? Aber schön, dass du zu Hause bist. Also genieß jetzt die Freizeit. 11 bis 14 Stunden. Oh Gott. Das ist lang. Ich bin gerade dabei, noch ganz kurz hier die letzte Deko zu verschieben. Okay. So. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass das nicht zu dicht ist. Also nicht die Deko meine ich, sondern sozusagen, dass das jetzt nicht zu weit weg von allem ist. Sonst müsste ich das Haus wieder eins nach vorne schieben. Es sind gerade sechs nach hinten. Das Problem ist, je weiter es drin ist, desto eher tendieren die Sims dazu, Probleme zu machen. Und ich glaube, nach vorne ist es besser. Ich lasse es erstmal nach vorne. Wir probieren es mal. Weil wir hatten ja gerade den Effekt, die wollte sogar mit Fahrrad in den Eingang fahren und das ist natürlich, das ist ein bisschen übertrieben, ne? Also so ein Haus, das sollte schon zu Fuß betretbar sein und muss nicht unbedingt mit Fahrrad erreichbar sein, wenn ihr mich fragt. So. Achso, so, jetzt haben wir es. So, ist es noch mittig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Das ist nicht gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19. Wie geht denn das? Ist also nicht mittig. Habe ich mich verzählt? Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Und hier haben wir
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ist also um 1 falsch gesetzt. Habe ich gut gemacht. Müsste also um 1. Gesagt, ich finde das optisch nicht gerade einfach. Moment, nochmal. So, jetzt aber. Ja, jetzt ist er um 1 versetzt. Okay. So, jetzt müsste es auch stimmen. Jetzt müssen wir auf jeder Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jetzt passt es. Okay. So. Gut. Okay. So, jetzt können wir das Haus nochmal probieren. Es auch funktioniert. Das Einzige, was ich nochmal ganz kurz nachgucken muss, wir haben es jetzt versetzt, sind Häuser und Fenster und Türen noch sichtbar oder hat er die jetzt weggeglitscht? Das obligatorische Problem, was gelegentlich passiert. Aber noch sieht es so aus, als ob er alles richtig modifiziert hätte. Okay. Gut, irgendwelche Fehler, die ihr gesehen habt? Ich hoffe nicht. Wenn doch, wird es einem auffallen. Gut. Wenn ihr Fehler seht, schreit da bitte. Ansonsten gehen wir. Sieht doch nett aus. Ja, ich hoffe, dass es jetzt auch funktioniert. Weil wir hatten ja gesehen, wenn die Sims respawnen, respawnen sie an der rechten Kante. Ist ja eigentlich auch optisch zu sehen. Hier ist der Weg hoch. Ne? Und deswegen erscheinen sie dort. Deswegen muss das Haus so lang ausgerichtet sein, damit es funktioniert. Sieht auf der Übersichtskarte ein bisschen komisch aus, ist aber dann richtig. Also deswegen gucken wir mal. So. Ja, ich weiß, dass es Dachziegel-Solarplatten gibt. Wollte ich absichtlich nicht. Ich wollte diesen Strohdach-Effekt weiterhin drin behalten. Aber danke für den Hinweis. Wobei, die funktionieren wirklich wie ganz normale Dachziegel. Nehme ich mal an. So, mir fällt übrigens gerade ein, ich habe was vergessen. Was ist denn das? Was sind denn das für Fußabdrücke hier? Was sind das für ein Bug? Das ist sie. Oder wie? Gut, bevor ich es vergesse, ich gehe noch mal kurz ins Baumenü. Wir haben nämlich 2, 3 kleine Sachen vergessen. Wir haben einmal die Sitzfläche für das Kleinkind beim Essen. Einfach nur, weil wir es gerade brauchen. So, das ist das eine. Dann fehlt der Fressnapf für die Katzen. Wir haben Essen für die Katzen vergessen.
So, das ist das. Was haben wir noch vergessen? Wir hatten ein Spielzeug vergessen. Weil diese Fußstapfen hier, die finde ich gerade komisch, dass die im Sand auftauchen. Ich hoffe, dass die später wieder verschwinden. So. Gut. So, dann haben wir das, dann haben wir das. Was hat denn mal noch? Einen Rauchmelder habe ich vergessen. Es war noch der Rauchmelder. Gut. Der war noch drin. Hatte ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Okay. So. Komisch. Die Fußstapfen sind, glaube ich, ein Bug. Offenbar nicht, dass die ewig drin bleiben. So. Achso. Ich mache mal Pause. Weil wir haben einige Dinge im Inventar noch, die ich unterbringen muss, bevor wir hier irgendwas machen. Also erstmal das Diplom von seiner Uni. Das kommt hier rein. Dann haben wir ein Abschlussporträt, was natürlich definitiv wieder hier an die Wand muss, mit Rahmen in Holz. So, dann hatte ich gesagt, ihr fehlt das da, ihre Erinnerung an eine schöne Zeit. Hier unten fehlt der Kasten. Also erstmal fehlt hier der Podemeron, oder wie der hieß. X-Wing, den ich leider nur in eine Richtung hinstellen kann. Na gut, dann stellen wir ihn hier hin. Da ist er in Blau. Immerhin. In Gelb passt er hier hin. So, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Wir hatten noch nee, Moment. Das Lebensretter-Handtuch oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Ich lege es erstmal hier oben hin, damit wir das nicht vergessen. So. Okay, das ist das. Das ist jenes. Dann hatten wir noch irgendwo die Vitrine zum Ausstellen. Da ist das. Und ich glaube, wir hatten keine Ahnung, welches wir da drin hatten. Nehmen wir das. So. Einmal kurz gucken, kann ich die Katze, nee, dieses Ding da kann ich nicht einfärben. Gibt es da eine andere Farbvariante? Ja. So. Was hat sie noch? Hat sie noch andere Sachen, die ich hier irgendwo hinstellen kann. Sie hat einen Leaf. Den können wir verkaufen. Ich glaube, die muss mal das Inventar aufräumen. Was hat sie denn noch so alles? Sie hat die Staffelei, die braucht sie auch nicht mehr. Okay, dann hätte sie hier noch so ein Objekt. Kommt vielleicht später nochmal. Geburtsurkunde. Kleines Holzobjekt. Nehmen wir rein. Genauso wie dieses Holzobjekt. Das stand immer bei ihr auf dem. Okay, das können wir nur in die Mitte verfrachten. Hallo?
So. Gut, so, dann hat sie die Fahrräder eingesteckt. Die würde ich ja glatt mal hier ganz unvorteilhaft. Wo ist denn der Briefkasten denn? Wir haben den Briefkasten verloren. Wir müssen gleich einen Briefkasten hinpacken. Bevor ich ihn vergesse. Beim Schieben ist er mir leider abhanden gekommen. So. Gut, was habe ich noch? Würfel. Einen kleinen Würfel. Kann ich so eine Dekos in die Durchreiche stellen? Nein. Schade. Stelle ich denn den Würfel hin? Ah, der passt da oben hin. Da bin ich froh. So. Einmal als Würfel. Deko, Hammer, Hammer, Hammer. Haben wir, das brauchen wir alles nicht. Die Stereoanlage brauchen wir auch nicht mehr. Spielzeug, ein B8. Ah, ich kann den nicht schieben. Den muss ich im Baumenü gleich mal schieben und gucken, wo ich den packe. So, das brauchen wir alles nicht mehr. Snowboard auch nicht. Kletterausrüstung, alles gut. Was ist denn das? Strickkleidung. Strickzeug hat sie, ist alles in Ordnung. Okay. Gut, so, dann hätten wir noch eine Kleinigkeit, müssten wir allerdings noch hinpacken. Ich packe sie erstmal ganz unvorteilhaft hier an die Seite. Die Grabsteine. Ich gebe zu, die gefallen mir hier noch nicht wirklich. Sie kriegen einen kleinen Gartenzaun außenrum und werden dann noch schick in Szene gesetzt. So einen kleinen Friedhof würde ich ganz gerne bauen. Aber das eben als zweites. Erstmal will ich hier eben ankommen, sage ich mal. Und damit wir ankommen, gucken wir uns erstmal an, wo wir hier angelandet sind. Was ist denn das? Okay, ein Bild vom Essen. Das brauchen wir auch nicht mehr. Gut, ich glaube, das war's. Dann hat sie hier noch das große Kanu. Das würde ich ihr ehrlich gesagt... Oh, das können wir gar nicht verkaufen. Weil wir es nicht wegziehen können. Okay, gut, dann lassen wir es erstmal im Inventar. Okay. So. Gut, ich würde gerne eine Kleinigkeit machen. Ich würde mal speichern. Wisst ihr zu... Genau, sind wir schon umgezogen? Das ging ja schnell. Sind wir gerade eben, mehr oder minder. Wir haben die Sims rübergeholt. Es ging verdammt schnell. Was ein bisschen komisch ist, dass hier Fußabdrücke sind, die nicht sein dürften. Ich würde daher ganz gerne einmal raus aus der Karte und wieder rein. Ja, also einfach nur mal zum Gucken, ob die dann verschwinden oder nicht. Aber wir sind wieder umgezogen, also wir sind sozusagen jetzt im neuen Haus. Und ich hoffe, dass auch alles drin ist. Sieht mir wie ein Glitch aus, ja. Also, es sieht mir aus, als ob da Fußabdrücke im Sand sind, die nicht sein dürften.